zahlen noch die Sparen. Und darum sind sie voller Hass. Sie wissen gar nicht, wie das geht. Wie man liebt und wie man lebt. Sie hatten alle noch nicht Spaß. Und darum sind sie voller Hass. Sie wissen gar nicht, wie das geht. Wie man liebt und wie man lebt. Wir sind hier mitten im Hafen von Hamburg. Man kann hier lustigerweise, wenn du dich jetzt mal nach da drehst, alle Hamburger, fast alle Hamburger Wahrzeichen sehen. Da ist die Elfi, da ist der Michel, da hinten lugt der Fernsehturm so raus. Und wenn man, ja, die Kölbrandbrücke kann man jetzt gerade nicht sehen. Doch, da ist sie. Und wir sind jetzt quasi da, wo niemand wohnt, wo nur gearbeitet wird, halt mitten im Hafen. Der Hafen von Hamburg ist halt wirklich so groß wie eine deutsche, also größer als eine deutsche Kleinstadt. Es ist wirklich eine Stadt. Also ich habe mir es vorhin wieder angeguckt auf der Karte, das ist eine riesige Fläche und dieses Cruise Center, wo wir spielen, ist quasi genau in der Mitte. Im Moment ist alles ein bisschen anders, weil halt alles mit diesen Auflagen und so klein darf es nur sein und dann musst du jetzt Standkörbe oder Stühle und testen und Masken und dies alles. Aber trotzdem ist es Hamburg und trotzdem ist das natürlich dann nochmal ein klein bisschen besonderer. Habt ihr eine E-Mail bekommen, als das Testergebnis da war? Habt ihr eine SMS bekommen, als es da war? Eine frische? Ja, frische. Du hast es nicht gekriegt. Nee, und ich saß die ganze Zeit wie auf Kohlen da und dachte, Sina stand schon unten und hat auf mich gewartet. Wir wollten zum Dammtor fahren, um quasi, da ist so ein Goldstaubtest, der eine halbe Stunde Ergebnis sagt und 200 Euro kostet. Warst du denn da? Nee, dann meinte Steffi irgendwann, klick doch mal auf den Link von der alten SMS von gestern. Habe ich so darauf geklickt und dann so, bumm, negativ. Ja, also Jan wollte unbedingt spielen und da ich ihn sehr gut kenne, war das auch total glaubhaft, wenn er zu mir sagte, und wenn ich dann auf der Ladefläche eines kleinen LKWs mich irgendwo hinstelle, alles ist so Boogie Down, wie wir das früher auch gemacht haben auf Demos, dann ist es halt so. Wenn das dann geht, dann ist es das. Und wenn es vor 500 geht, dann ist es das. Wenn ich jetzt so gespielt hätte wie immer jedes Jahr und dann wäre es wieder losgegangen und auf einmal stehe ich da vor so Strandkörben, 30 Meter entfernt von denen, 6 Meter hoch, weil wegen den Strandkörben müssen die Bühnen immer so hoch sein und du hörst die Leute überhaupt nicht, dann wäre ich halt voll gepisst gewesen und hätte gesagt, was wollt ihr mich verarschen, so was mache ich nicht, was soll das? Aber dadurch, dass man 2 Jahre nicht gespielt hat, ist man so ausgehungert, dass man das überhaupt nicht hinterfragt. Man denkt sich so, geil, ich kann hier stehen, wir können spielen. Monk ist einfach, also der kommt von der Fernsehserie Monk, die ich sehr gerne mag, mit dem Detective, der halt komplett ein Opfer seiner Neurosen ist. Deshalb nenne ich mich hier und da immer Monk, weil es mir halt auch so geht, dass ich gerade im Tourleben einfach Türklinken, Gläser oder was ich hasse ist zum Beispiel Eiswürfel und alle langen da rein und packen das. Boah, Alter, da krieg ich totalen Abturn. Das gibt's nicht bei uns. Da muss immer eine Kelle dabei sein oder so. Für den Monk war es sogar eine richtig gute Therapie, dieses Corona-Ding. Aber nee, die beste Therapie für den Monk war auf jeden Fall Vater zu werden. Weil ab dem Moment ist diese ganze Kram mit Viren, Alter, geh mal in die Kita, ey. Da bist du geheilt auf jeden Fall als Monk. Fallen einem Dinge auf während der Show. Das können auch nur so kleine Sachen sein. Hier an der Stelle brauchen wir einen Break oder da lassen wir einen Takt kürzer machen oder da mal einen Takt länger oder so. Wäre das möglich bei dem, bei der Figur, so wie ihr sie jetzt spielt und wenn ihr so wie ihr da aufhört, dass man es auch auf Cue machen kann, dass wir sagen, es ist so, aber wenn ich das Gefühl habe, es geht voll ab, dass ich dann so machen kann und wir es dann so spielen wie vorher? Ja? Das ist ein ständiges Modulieren, weil man immer auf der Suche nach der perfekten Show ist, in der perfekten Dramaturgie, in dem perfekten Set. Deshalb bauen wir da immer rum. Und bei jedem Soundcheck wird noch mal irgendeine kleine Stelle ausgecheckt, die man vielleicht noch anders oder besser machen könnte. Sie hatten alle noch nie Spaß. Sie wissen gar nicht, wie das geht.
ist halt alles Streberkram, den man macht, wenn man die knackigste Band weit und breit sein will. Das machen wir auch seit Anfang an, dass wir halt vor dem Gig uns alle nochmal zusammensetzen mit der Setlist und einfach die Songs dann nochmal durchgehen und da dann eben zum Beispiel die Sachen, die wir an dem Tag verändert haben, nochmal besprechen. Intro, klar, Spaß. Das Ende, die Reprise, bei Spaß, hatten wir bisher einmal ohne Beat, zweimal mit Beat nochmal den Refrain. Das zweite fällt weg. Es ist einfach einmal die Form, der gesungene Hook und dann am Ende kommt schon das Badab, Badab. Das ist gut, wenn man da nochmal gemeinsam drüber redet und das alles nochmal für sich so einloggt. In the city, city of Heidi, in the city, city of Udo, in the city, city of Disco. Und danach machen alle... Also machen alle so ein Geräusch, weil so wir berühren uns jeder an den Fäusten und machen so bzzzt. Das heißt, ich weiß nicht mehr, wie sich das ergeben hat. Ja, und dann geht's auf die Bühne. Ja. Sebastian? Bzzzt. Johannes? So! Party heute Abend, oder was? Die Leute, die was geht da? Von der Kuva, Hanse A. Der Chefstyler, der Headliner. Und da muss eine Mucke Danke sein. Lass nicht mehr so geile Beats bekommen. Die Scheiße klein wie im Libanon. Sei bereit für neues Scheiß. Und ein Werk wie Berlin und Bonnie Scheiß. Und wenn ich komme, mein Band. Aber ich höre die Leute hier nicht laut. In der Werk mit Doppelmucke. Und unsere Mann ist hier bereit. Also alle, die feiern, was sagt. Und alle die Rockbohren, die sagen, ihr seid auf jeden Fall richtig bei Anni. Für wen ist halt zu kochen und sie so, oder? Ich sag, wir machen das klar. Ich sag, wir machen das klar. Und ich sag, oh ja. Yeah. Ich sag, wir machen das klar. Denn wir sind am Stolpern. Wir machen das klar. Ich sag's euch, Leute, wir sind am Stolpern. Ich bin Special Guest heute bei Jan. Also bin darüber froh. Wir kennen uns jetzt schon über 20 Jahre. Und auch erst gleich einer meiner loyalsten Freunde im Business. So. Ja. Amut, kann ich mal wieder was hören für die Flame? First get up! Kommst du spät jedes Mal, aber meine Aura ist groß und schon da. Pünktlich wie die Aura. So sieht das aus, ich kriege mein Biss. Den Applaus für jede Line. Durch, auf eine Zusammenarbeit ist echt eine wirklich tiefe Freundschaft, sogar Brüderschaft, würde ich sagen, geworden. Wo andere auf Brüder kamen, Brothers Keepers hier und da, und die waren dann doch nicht so am Ende. Aber bei ihm bis heute, ich glaube, wir haben uns, glaube ich, auch noch nie wirklich gestritten. Das ist krass. Also natürlich meine Meinungsverschiedenheit, so was musikalisch angeht. Ich kann mich noch vergessen, mal erinnern, bei meinem ersten Album kam er bei einem Song irgendwie ins Studio und so. Und ich voll im Studio das Ding gefeiert und er kam so rein, finde ich scheiße, und ist aus dem Zimmer gegangen. Das war für mich so, wie scheiße. Dann bin ich zu ihm hin und hat gesagt, nee, da am achten Tag, da bist du unsauber, da und da kommst du aus dem Fuß. Dann habe ich es mir angehört, krass, weißt du, halt, manchmal hört man das selber nicht. Und das habe ich an ihm aber geschätzt, dass er einfach auch mal sagen kann, nee, finde ich kacke. So. Oh. Hier mal. Das sieht doch aus. Ja, die Hallenshows nächstes Jahr, also die Tour, die richtige, echte Tour, die soll dann auch wirklich echt und richtig sein, so wie es früher war. Und da gehe ich mal schwer von aus, dass das dann anders wird als jetzt die ganzen Shows, weil einfach die Auflagen weg sind. Und ich habe das jetzt hier und da schon gemerkt, zum Beispiel in Bonn sind dann quasi auch, also das war legal, wir durften das. Das war zwar noch bestuhlt, aber die haben gesagt, eigentlich könnten wir die Stühle auch weglassen. Das heißt, ich habe dann ab der Hälfte des Konzerts gesagt, ey, kommt nach vorne, wenn ihr Bock habt. Seht nur zu, dass ihr die Leute, die keinen Bock haben, irgendwie denen ihren Space lasst. Aber es waren alle vorne und haben alle geraped. Und da kriegt man dann eine Idee davon, wie es eigentlich mal so war und wie es eigentlich immer sein sollte. Und das ist schon einfach das geilste Gefühl. Und das ist einfach noch geiler als irgendwelche Strandkörbe und Leute, die davor rumhopsen. Dadurch, dass man so lange nicht gespielt hat, war es einem egal und man hat riesen Spaß gehabt. Aber wenn man dann einmal wieder diese Normalzustände hatte, dann will man eigentlich nicht mehr so gern zurück. Ich war so in diesem Krisending drin,
dass ich diesen großen Spaß, den unsere Künstlerinnen dann hatten bei den kleinen sogenannten Strandkorbkonzerten und Picknickkonzerten und wie das alles dann hieß, den habe ich gar nicht so empfinden können, weil das war einfach im Hintergrund nur Wahnsinn. Die Flame! Ja, die Flame! Wir sind hier im Unshus Biedekark e.V. Das ist sozusagen das Zuhause der Hamburg-Neuenfelder Kulturvereine. Wir sind im Stadtteil Hamburg-Neuenfelde. Ich selber habe hier auch einen gemeinnützigen Verein gegründet, der heißt Ballet Jeunesse e.V. Wenn man selber auch dann, zwar noch nicht ganz so alt wie das Haus, aber auch älter wird, will man auch was zurückgeben und vielleicht noch mal ein bisschen was anderes machen. Und ich wurde dann gefragt, weil dieser Verein Unshus Biedekark e.V. drohte irgendwie so tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auszusterben. Und man wusste, dass ich hier in Neuenfelde schon seit längerem lebe. Dann war es ähnlich wie das Managen bei Jan. Einer muss es ja machen. Und dann habe ich es gemacht und habe dann jetzt hier auch wieder Kinder am Start. Also hier gibt es jetzt auch Gitarrenunterricht für Kinder. Ich selber mache hier Aufnahmen mit einer Grundschulband, mit 18 Grundschulkindern. Mit sowas beschäftige ich mich hier und das ist irgendwie schön, das macht Spaß. Ich hatte vorher natürlich schon immer auch mit verschiedensten Leuten zu tun, als Produzent oder Studiobetreiber oder Co-Produzent. Und weil ich auch öfters ein bisschen älter war als die Leute, die ich aufgenommen habe, habe ich dann schon hier und da ein bisschen mehr gewusst über die GEMA oder die GVL und habe dann einfach den Leuten mein Wissen gerne weitergegeben. Also es ging ja für mich mit den Beginnern und los die Zusammenarbeit. Und in der Vorphase von Mercedes Dance 2005, also 2006 ist die Platte rausgekommen, aber so in der Vorphase kam es irgendwie so auf, irgendjemand muss das auch managen, sonst läuft uns das aus dem Ruder. Und dann haben Jan und ich ein paar Mal darüber geredet und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und mit Jan gibt es auch so ein blindes Vertrauen, gab es da und das hat bis heute gehalten. Also es ist schon für mich auch ein bisschen spooky, wenn ich zurückblicke, dass ich das jetzt quasi schon 16 oder 17 Jahre mache, ihn auch zu managen. Das ist ein bisschen gänsehautmäßig. Also wenn ich dann sehe, dass man sich so lange kennt und begleitet und dann kommen da einfach Kinder in den einzelnen Familien dieser ganz und es ist immer noch dasselbe und auch die Crew, mit der Jan arbeitet und die Leute, die ihn umgeben bei seinen Konzerten, das ist sehr familiär und es sind sehr viele von den Leuten sind vom ersten Tag an dabei und wenn da mal irgendwas nicht passt, dann ist nicht Jan irgendwie der Elfenbeinturm, wo man sich nicht beschweren kann oder so. Das ist sehr wichtig. Da wird dann auch der Mund aufgemacht. Und dann wird das ganze System dadurch stärker. Das ist gut. Ja, herzlich willkommen zur Diskothek mit Deichkind und Jan Delay im Interview. Diskothek ist ein Format, was ich mir ausgedacht habe, wo ich jemanden treffen, sozusagen, den wir gut finden und der oder die man aber sonst nicht unbedingt in Zusammenhang bringt mit so einer Band, mit so einer Liveband. Und wo es sich einfach geil und anders anhört, die mal so zu hören. Und da haben wir jetzt noch Deichkind über, das haben wir nicht mehr geschafft rauszubringen, bevor das erste Video kam dann von der neuen Platte. Und deshalb machen wir das jetzt noch, weil es einfach eine geile Session ist. Und da fehlt einfach noch so ein bisschen Atmosphäre oder Andickung, dass es noch so ein bisschen breiter ist. Und deshalb nehmen wir jetzt quasi mit unserem Keyboarder Johnny nachträglich noch ein paar Spuren auf, um es einfach so ein bisschen dicker zu machen. Die Bassline im normalen. Also in die spielt Jones ja schon mit so einem leicht knarzigen, aber ziemlich basslastigen Ding. Die noch mal in einem Sound, der noch ein bisschen mehr deichkindmäßiger ist, fetter und mit mehr Höhen, der bratziger ist, weißt du, der sich mehr durchsetzt. Wenn du filterst und so, ist es schon wichtig, dass die da, das ist nicht so wird, weil es muss schon die Attacke haben, weißt du? Aha. Fertig? Yep. All right. Oh, es tut mir leid, doch ich muss es gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist geil.
Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt, lass das doch, das entspannt mich. Leider geil. Diagnose, Psychose, mir doch egal, denn ein Dippel vor dem Bauch stehen. Leider geil. Also eine Diskothekssession ist mehr wie so ein geprobtes Konzert. Also das ist alles, alle nehmen zusammen alles in dem Moment auf, live on tape. Und dann ist es das. Also da gibt es kein, ja, kann ich hier von nochmal den zweiten Take, davon die zweite Strophe nehmen, da reintun oder so ein Scheiß, das ist das. Und natürlich, wenn da jetzt irgendein Verkacker drin ist oder so, dann baut Tropf das gut. Aber wir machen da jetzt eigentlich nicht danach noch irgendwelche Sessions mit Musikern. Das ist jetzt hier eine Ausnahme, weil wir da mit dem Raum ein bisschen überfordert waren und nicht wussten, was da auf uns zukommt. Und bei Deichkind, da erwartet man auch einfach ein bisschen mehr Gesamtrums, weil das halt alles immer so krass ausproduziert ist. Und da stinkt man natürlich mit Live-Instrumenten eher mal ab. Deshalb ist es ganz okay, das zu machen. Das ist ja auch nicht viel. Aber das ist halt, so gehen wir an eine Diskothek ran. Das soll schon das sein, was du da siehst. Das hörst du auch und das ist die Disco Number One. Schlecht für die Quote, schlecht für die Quinte, schlecht für mein Wort, doch leider geil. Schlecht für die Pläne, schlecht für die Laute, schlecht für mein Block, doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sie dir an, sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sie dir an, sie dir an, sie dir an. Alle Leute, die im Studio Musik machen, sitzen da sehr lange dran. Und also sage ich jetzt einfach mal so. Selbst wenn jetzt irgendwie ein Jay-Z kommt und einfach kurz aus dem Stegreif drei Strophen einrappt, die er nicht aufgeschrieben hat, und das ist der allerkrasseste Scheiß und es hat 5 Minuten gedauert, sitzen da trotzdem noch andere Leute dran und machen den Sound geil und machen den Beat und ändern den Sample und spielen den vielleicht sogar nach und üben, probieren da nochmal was aus. Also das gehört einfach dazu, dass in einem Studio lange rumgefummelt wird. Deine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Nein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Hä? Oh. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi, Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi, Demi. Und wenn wir jetzt eine Session für die Platte machen oder für Mucke, dann läuft es so ab, dass erstmal nur die Rhythmusgruppe da hinten sitzt im Kabuff und wir Rhythms einspielen, so Sachen, die ich, keine Ahnung, Dinge, wo ich denen ein paar Sachen vorspiele, sag, guck mal, in die Richtung soll das gehen oder wo ich schon Riffs oder Basslines irgendwie eingespielt habe auf dem Laptop oder auf dem Handy irgendwelche Gesangsmelodien oder Riffs habe und so, dann summe ich denen das vor und dann machen wir den A-Teil und dann immer den B-Teil und sobald wir das haben, ist geil und dann nehmen wir das einfach auf. Und danach setzen Kaspar und ich uns hin und dann machen wir daraus einen richtigen Beat und einen richtigen Song. Einen Song versuche ich dann zu machen, wenn ich dann mit den Beats mit nach Hause nehme und dann schreibe. Dann wird ein Song draus und dann nehmen wir die Vocals auf. Ist schon alles ziemlich trist, wenn man besorgter Bürger ist. Denn ob Champagner oder Ganja oder Traumstrand, fast alle schöne Dinge kommen aus dem Ausland. Dann kommen die Bläser irgendwann, dann nehmen wir die auf, dann arrangieren wir wieder darum und bauen das fertig und dann mixt er das. Das ist ein viel längerer und krasserer Prozess. Eine Katastrophe wäre es auch kulinarisch, denn exotische Aromen sind nicht arisch. Hier sieht man es schön, dann habe ich jetzt 12-mal, also das ist jetzt bei Backups, ne? Bei Strophen unterteile ich das nicht so krass, aber dann nehme ich halt 12-mal eine Strophe auf und dann suche ich mir da die beste aus und dann nehme ich aus der dritten vielleicht aber nochmal das eine Wort, was besser klingt und aus der fünften und hier wird es dann ganz krass, das sind dann, wenn ich doppelt mache, also quasi links, rechts, immer die Reime nochmal betonen, das hört sich besser an, mache ich das dann auch 12-mal hintereinander und dann höre ich es mir danach durch, das ist quasi ein Take 1 bis 12, das ist Line, also Zeile 1 bis Zeile 8. Das ist sozusagen dann wahrscheinlich die erste Hälfte einer Strophe. Und dann doppel ich, dann mache ich immer nur die Endung. Und dann höre ich es mir danach durch und mache Minus ist nicht gut, Plus ist gut. Und das Plus wird immer größer, je besser das ist. Also hier sind die ganzen guten Plusse am Ende. Das ist immer so, dass man am Ende dann voll drauf ist. Und dann sage ich, brauche ich Kaspar nur noch sagen, okay, nächste Zeile nimmst du von
Zeile 2 nimmst du von 8 und 10. Und dann macht er die auf links und rechts, bumm, und dann ist es da und ist gut. Ja, es wäre auch alles sexy weg. Das spart einfach sehr, sehr viel Zeit. Und bei den Hauptstimmen ist es auch so, dass es ist nicht bei allen Künstlern so, bestimmt nicht, aber bei Jan ist es so, dass er auf jeden Fall am besten beurteilen kann, wo er sich am liebsten hört, sozusagen. Ich würde vielleicht eine andere Stelle wählen aus einem Main-Take, wo er aber sagt, ey, nee, das gefällt mir nicht, so mag ich mich selber nicht hören. Und deswegen macht es total Sinn einfach. Bevor ich das gemacht habe, kann ich nochmal den dritten hören? Ja, zeig nochmal den fünften. Und dann kommt es halt nie weiter, weißt du? Ich habe das jetzt vorher immer so gemacht, dass ich einfach nie daran gedacht habe, was könnte jetzt andere Leute denken oder was könnten sie vor allem wollen von meiner Platte, sondern ich habe immer irgendwie eine Idee gehabt, den Kopf voll damit und erst Ruhe gegeben, bis diese Idee so auf Platte pressbar war. Vorher hat das niemandem gezeigt und dann kam halt die Rockplatte. Bis dahin ging das halt immer gut und ich habe halt gedacht, ey, wieso sollte ich mir jetzt Gedanken darum machen, wenn was andere wollen, wenn ich habe das immer so gemacht, dann ist das auch richtig. Und dann kam die Rockplatte und dann habe ich gemerkt, okay, hier gehen die Meinungen und Ansichten das erste Mal ein bisschen auseinander. Dann passiert es einfach automatisch, dass man sich damit auseinandersetzt. Okay, wieso ist das jetzt so gewesen? Also, dass man nachträglich denkt, was könnten die Leute erwarten von mir? Und dann ist das auch automatisch so, dass man natürlich das nächste Mal, wenn man Musik macht, man richtet sich jetzt nicht danach. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und irgendwie 10-mal Oh Johnny aufgenommen, sondern es ist einfach so, dass es dann im Unterbewusstsein die ganze Zeit einen begleitet. Dieser Gedanke, was könnten Leute wohl erwarten oder was könnten sie davon denken, ist quasi seitdem da. War vorher eigentlich nicht da. Eigentlich, vorher war das immer nur so da, wenn man den fertigen Song gehört hat und sich dann so gefreut hat, dann hat man so gedacht, ja, geil, wenn die Leute das hören und ja, yeah, das fährt, das ist so geil. Aber vorher nicht. Also bei mir zumindest ist das immer irgendwo ein kleines Stimmchen, was sagt, irgendwann hören das Leute und was denken die davon? Auf jeden Fall. Ne? Man will ja, wir wollen ja, dass viele Leute das geil finden und so. Wir wollen nicht deswegen Kompromisse machen, wir wollen nicht irgendwelche Spotify-Algorithmen bedienen, wir wollen diese Sachen vermeiden. Aber wir wollen ja, dass den Leuten die Mucke gefällt, dass sie auf die Konzerte kommen, dass sie zu Hause dazu tanzen oder sich das anhören und dass denen das gefällt. Also das hat man schon. Irgendwo ist da immer dieses Stimmchen, klar. Ihr seid Zeuge wie Daniel 9 Hits schreibt Eisfeld die fetten Beats 2000 Zip Drive Mad seine neuesten Technics Tricks sagt der Nervmann an den Reglern macht den Shit halt. Ist ja Hammer Hammer Hard, ist ja Hammer Hammer Hard, na ist einiges am Start. Also die Beginner sind 30 geworden. Es wurde, glaube ich, nicht komplett verschlafen, dass dieses Datum dann tatsächlich da war, aber das wird dann irgendwie einfach nachgeholt. Wir haben tatsächlich unser kompletten Bandgeschick, glaube ich, jedes Bandjubiläum verpennt. Vor allen Dingen ist es ja auch immer ein gern genommener Marketing-Gag, so, oh geil, Best-of-Tour zum 30. Bandjubiläum. Und das ist ja schon mal eine Hausnummer, die meisten Bands werden ja nicht mal 10. In den Bandpausen, die ja manchmal ein bisschen ausarten, ich glaube, zwischen dem dritten und vierten Album waren es mal eben 13 Jahre oder so, da sind wir natürlich auch anderweitig aktiv und ich gehe viel im Club auflegen, mit Dennis zusammen auch als Beginner Soundsystem, da ist Jan dann meistens nicht dabei und so treffe ich halt Dennis irgendwie öfter, obwohl er in Berlin wohnt und Jan läuft mir halt über den Weg, weil er bei mir im Viertel wohnt und ich fahre mit Jan durch die Gegend und mache die kleineren Gala-Auftritte als One-Man-Band. Also so hat man, trifft man sich dauernd, ne? Also das, ja, also irgendwas tut man immer, aber ich weiß ja auch nicht, so was hatten wir denn immer nicht auf dem Zettel, so Bandjubiläen. Komische Sache. Also wir sind heute hier beim so und so vierten globalen Klimastreik, der auf der ganzen Welt stattfindet. Stichwort Fridays for Future. Ich glaube, allein in Deutschland sind es über 450 Demos.
Und ich habe die Ehre, heute hier auf der kleinen Bühne da sozusagen den Startschuss zu geben in Hamburg bei der Demo, wo sich alle versammelt haben, um die 20.000 Leute. Als ich hinter den Kulissen mir alles angeguckt habe und so, das ist so souverän und ausgefuchst, was die machen. Sehr beeindruckend. Also de facto stellen wir in circa 1 bis 2 Monaten das auf die Beine, was Festivals über ein ganzes Jahr planen. Das heißt, wir planen eine Großveranstaltung mit 20.000 Menschen, mit 30.000 Menschen auch schon in der Vergangenheit. Wir waren ja schon 100.000 Menschen hier und machen alles alleine. Und das kostet natürlich unglaublich viel Zeit und da investieren einige Personen 60 bis 80 Stunden die Woche rein. Gebt einen Riesenapplaus für Jan Delay! Was geht ab? Von Vancouver, Hanse A. Der Chefstyler, der Headliner. Da muss seine Mucke Danke sein. Lass nicht mehr so geile Beats bekommen. Die Scheiße klein wie im Libanon. Zeit bereit für neues Eis. Und ein Werk wie Berlin und Bonn. Die wissenschaftlichen Analysen und Prophezeiungen kamen immer schneller und immer heftiger. Die Einschläge sozusagen. Und ich habe einfach Schiss gekriegt und Angst gekriegt. Keiner hat irgendwie Anstalten gemacht, Gesetze zu erlassen, die Klimaerwärmung eindämmen. Also irgendwas dagegen zu tun, gegen diesen Kollaps, der droht. Und dann auf einmal kam Greta und dann auf einmal kamen die Fridays for Future, dann kamen die Kids. Und das war wirklich so für mich wie in so einem blöden Werbespot oder in so einem Film. Der dunkle Himmel geht, reißt auf und da kommt ein goldener Hoffnungsschimmer in Form einer riesigen Sonne. Ich höre die Leute hier die Laut in der Werbung Doppelmogel und unsere Mann ist hier rat also alle die feiern muss er hey und alle die Rockbohren die sagen ho ihr seid auf jeden Fall richtig bei Anni hey für wenig Scheiße zum Kochen und das ist so oder ich sag wir machen das klar ich sag wir machen das klar. Wir sehen, dass noch nie so viel über Klima geredet wurde wie jetzt. Also in diesem Bundestagswahlkampf, so inhaltsleer er war, haben alle Parteien sich klar zum 1,5-Grad-Ziel, von der AfD will ich gar nicht reden, bekannt. Und jetzt fehlen aber noch die Maßnahmen, die da folgen. Und deswegen müssen wir eben weiter Druck machen. Wir sehen aber auch eben, was wir bewegt haben und dass ohne uns wir nicht da wären, wo wir jetzt stehen. Ich habe mich einfach tierisch gefreut, weil ich gemerkt habe, okay, alles klar, die ganzen bequemen, satten, egozentrischen, alten Wichser und Wichserinnen kriegen nichts gebacken, aber jetzt kommen die Kids und zeigen denen mal, was eine Hacke ist. Und seitdem sind sie einfach konsequent am Schulstreiken, am Aktionen machen, am Leute vollquatschen, weil das ist das, was man tun muss. Man muss Leute vollquatschen, man darf nicht aufgeben, Leute vollzuquatschen. Und die sind alle so gut und so auf Zack. Und seitdem bin ich einfach froh und habe nicht mehr so viel Angst um die Zukunft wie vorher. Also ich bin heute hier, weil ich denke, dass Klimaschutz eigentlich seit Jahren ein Thema ist, wozu wir schon wissen, dass es irgendwie die größte Bedrohung der Zukunft ist. So, ich bin damit groß geworden, Sie auch, also ich glaube viele in unserem Alter. Und ich finde, das sollte man nicht ignorieren, sondern ernst nehmen. Und jetzt ist halt die Zeit, irgendwie die letzte Zeit noch was zu ändern. Und als sie dann gefragt haben, ob ich hier spiele, habe ich mich gefreut und habe gesagt, natürlich mache ich das, ich sofort. Wenn man jetzt einen Künstler supportet und der das dann auch supportet, dann befasst man sich vielleicht auch mit dem Thema, kommt damit in Kontakt, setzt sich damit auseinander. Erstmal trägt Musik zur guten Stimmung bei und dass sie ihre Reichweite für was Wichtiges nutzen, das ist einfach, also finde ich persönlich ziemlich wichtig. Ja. Ich glaube, dass Musik und Kultur ja einfach einen großen Einfluss auch auf unsere Gesellschaft hat und Menschen mitnehmen kann und Dinge erklären kann und Menschen für Dinge begeistern kann. Und ich glaube, das ist das, was es braucht bei dieser Klimakrise, weil es wird hart und es wird anstrengend. Am Ende kommen wir bei einem besseren Zusammensein raus. Aber die Menschen mitzunehmen und ihnen das zu erklären und sie dafür zu begeistern, sich dafür einzusetzen, dafür braucht es Kultur und Kunst und Musik. Und deswegen schätze ich das sehr, wenn Künstler in sich einbringen oder Songs dazu schreiben. Also ich finde es wichtig und toll, Ideale und Haltung zu zeigen und sich für Sachen einzusetzen. Aber Künstler sollten nicht parteipolitische Sachen machen. Das finde ich irgendwie strange. Das ist, keine Ahnung warum.
Und selbst jetzt, wo es so akut und so wichtig ist, habe ich nicht geschafft, über die Lippen zu bringen, hey, wählt grün. Weil ich das irgendwie nicht, weiß ich nicht, das verschandelt irgendwie die Kunst. Das bringt Sachen zusammen, die nicht zusammengebracht werden sollten. Ich habe aber trotzdem Aufrufe gestartet und gesagt, geht wählen. Und habe das auch so formuliert, dass man verstehen kann, was ich gerne sehen würde, was die Leute wählen. Papa, sag so. Es war so gemein, dass gerade da, wo die Bewegung wirklich Fahrt aufgenommen hat und es groß wurde und ernst genommen wurde, kam Corona und hat denen einfach einen miesen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztes Mal waren wir vor Corona, die letzte große Demo, die ging, da waren wir auch hier in Hamburg. Diese Aktionen, die leben davon, dass man rausgeht gemeinsam, um eine Macht zu zeigen, dass man, wir sind viele. Ich war das erste Mal hier und nach, seitdem war ich so Feuer und Flamme, weil für mich selber war das so ein krasses Feeling, so Teil einer Gruppe zu sein. Und ich finde halt, wir werden immer mehr und das ist wichtig. Und deswegen bringt es für mich einfach enorm viel, sich da anzuschließen und mitzumachen. Seitdem Fridays for Future in Deutschland halt so präsent ist, merkt man, dass dieses Thema klimapolitisch irgendwie nicht mehr vermeidbar ist und alle jetzt irgendwie dazu zumindest was in ihr Wahlprogramm aufnehmen. Das ist zwar natürlich zum Teil geheuchelt, aber es wird wahrgenommen, es wird ernst genommen. Und deswegen sind wir halt hier, um noch mal ein bisschen Druck auszuüben auf die Wahlen. I drink candy, I'm on pause. Nein, 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 ich muss schnell in Berlin sein, deshalb möchte ich 180 fahren, das ist jetzt auch derbe wichtig. Nee, 250, nein, was? 130, nein, das geht doch nicht. Nein, ich möchte jetzt Fleisch essen und zwar ganz viel und ganz billig. Nein, ich möchte jetzt, aber ich habe nur 3 Tage Zeit, aber ich möchte unbedingt in diesen 3 Tagen nach Südafrika. Dieser ganze Scheiß, die sollen sich alle mal ficken. Das ist nicht mehr drin, ganz einfach, klipp und klar, bums, zu Ende. Man muss auf all diese Sachen unfassbare Steuern erheben. Die werden dann noch verwendet, um wiederum andere Dinge anzuschieben, die zum Beispiel CO2 aus der Luft ziehen oder Plastik aus dem Wasser holen. Diese ganze vor Corona schon anrollende Separation von allem, Isolation von allem, dieses ganze Liefern, Bringen, Bestellen, was auch noch viel mehr Müll verursacht, wurde noch viel größer und würde durch die Pandemie halt aufgeblasen. Jeff Bezos hat, glaube ich, 4-mal so viel Kohle gemacht wie in den Jahren davor. Das ist unglaublich. Dazu kam noch, dass alle zu Hause dann sitzen und viel mehr Zeit auf Social Media verbringen. Und da alles im Mund umgedreht wird, da sagt der eine ein falsches Wort, dann hat er gleich den ganz riesen Shitstorm. Und es ist einfach so, das ist so unproduktiv und bringt einfach nur mal gar nichts. Und jetzt, wo das Leben langsam wieder ein bisschen normaler wird, kann man sich darauf besinnen, wieder Aktionen zu machen, die was bringen. Eine Diskussion auch von mir aus auf Social Media anzuregen, die aber etwas bringt, die wohin führt. Und nicht dieser ganze Quatsch. Und so Tage wie heute zeigen, dass es jetzt wieder möglich ist und wieder losgeht. Und das ist schön. Ich habe schlechte Nachrichten. Und zwar, was sich wahrscheinlich eh schon alle gedacht haben, die Tour im März kann und darf nicht stattfinden. Fuck! So. Ist halt so, ich weiß das schon länger, deshalb rege ich mich jetzt nicht mehr so auf. Irgendwann haben wir einfach gesagt, wir müssen alles in den Sommer legen. Die ganze Zeit hat mein großartiger Booker Thorsten versucht, Ausweichtermine zu finden und er hat es geschafft. Es kann auch übrigens sein, dass es so bleibt, das wäre hart, aber wir sollten uns damit vielleicht mal beschäftigen. Es gibt eventuell nur noch den Slot zwischen, ich sag mal, 25. April und 25. September. Ab morgen um 10 Uhr gibt es überall die neuen Termine. Wenn man da irgendwie für teuer Geld was plant oder irgendwelche Firmen planen ihre Events mit Catering und was hast oder irgendwelche Messen, vielleicht gibt es da irgendwann gar nichts mehr. Und wir sitzen alle und liegen unter so einer Bettdecke und dann warten wir und dann, oh, 25. April, dann kommen wir wieder raus und dann machen wir das. Ganz viele Sachen werden auch draußen stattfinden und es wird der Hammer-Sommer, glaubt mir. Bitte, seid nicht traurig. Freut euch einfach auf den Sommer, es wird legendär. So, und ich hoffe, wir sehen uns da. Danke, tschüss. Okay, es ist gar nicht eine A, A, B, C, sondern es ist A, 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 B.
Also einer von euch muss uns immer einmal einen Key geben. Dann konnten wir irgendwann endlich wieder proben, und zwar richtig proben und nicht dieses wie im Jahr davor mit den riesigen Hallen mit Abstand und Testen und Maske und hast du nicht gesehen, sondern wieder zu Hause bei uns im Studio, so wie früher, wie immer. Ich dachte, wir chillen, gucken einen Film, aber der von der Herr macht ja lieber einen auf Bergheim. Vielleicht mache ich ein bisschen mit, aber so, dass es, ne, dass das für mich eher so offen ist, ob ich damit mache. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Fresh aus der Dusche gesteppt, die Rasur ist perfekt. Vom Spiegel gepostet, was von Tupac rappt. Ich tanze zum Schrank und der Drip, der ist mies. Lavendel, die Dunks und das Shirt ist der Kies. So derbe Bock und die Vorfreude schockt. Es war so lange Stopp, aber heute wird gerockt. Ladi-dadi, ich ruf mir ein Taxi. Zwei Spritzer, Armani und ab auf die Party. Doch im Flur, da bist du und du guckst not amused. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Dachte, wir chillen, gucken Film, aber der feine Herr macht ja lieber einen auf Bergheim. Und ich sag, sorry, babe, aber ich muss leider gehen. Sorry. Ich hab heute noch ein Date mit dem Whisky, dem Bass und der Gang. Oh, es tut mir leid, aber das musst du verstehen. Hab leider keine Zeit, du weißt, der Bass und die Gang. Und dann konnten wir auch endlich wieder richtig spielen. Wir haben die ganze Tour nachgeholt, die ja verschoben wurde dann auf den Sommer. Ich konnte auch mal wieder auflegen zwischendurch. Und das war wunderschön. Das hier ist das legendäre Audimax in Hamburg auf dem Campus, also Unigelände. Legendär jetzt nicht so sehr für meine Generation, sondern für die Generation meiner Eltern, für die Generation von Udo und Otto. Und genau deshalb sind wir auch heute hier, weil Thomas Kuckuck, der legendäre Toningenieur und Produzent von Udo und von den ganzen tollen alten Platten, der den ganzen Sound gemacht hat, der hat Otto dann quasi die ganze Karriere, ab wo es losging, begleitet und ihn, glaube ich, auch live gemischt. Und der hat sich gemeldet und meinte, ey, am 15. September 72 war dein allererster großer Auftritt im Audimax. Und dann hat Otto gesagt, oh shit, das will ich feiern. Und dann hat er ganz schnell in einem Monat irgendwie ein Konzert an diesem Tag, da finden eigentlich gar keine Konzerte mehr statt, hier im Audimax klargemacht. Audimax, ja, tolles Ding. Leute standen Kopf und so, ne? Die erste Otto-Show, es gab ja damals nur drei Programme. Die guckte praktisch jeder, ja? Und overnight, und es ging dann blitzschnell, war Otto dann riesig berühmt, ne? Otto ist ein sehr, sehr guter Freund. Wir haben uns dann lange Jahre immer noch begleitet auf großen Tourneen, kommt er zu uns auf die Bühne. Und ich singe auch mit Jan, der auch für mich ein sehr bedeutender Freund und Kollege ist und so. Ja, ja, geil, stimmt, ne? Ja. Kannst du mich noch lauter machen? Ja, und, ja, bisschen, ja, dummer, so, ne? 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 Und kennen Jan ja nun auch schon wirklich sehr, sehr lange. Wir nennen uns ja auch Judo. Jan und Udo, das ist Judo. Das ist die geheime Zauberformel, weißt du? Die beiden zugestopftesten Nasen der Republik, sagt man manchmal. Ich glaube, meine Eltern haben ja auch viele krasse, die haben hier krasse Bands gesehen. Also so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hier haben wirklich so, keine Ahnung, Santana, Miles Davis, was weiß ich, solche Sachen haben hier gespielt. Wow, ja, ich habe noch ein zweites aufstrebendes Talent mitgebracht. Der will den Durchbruch schaffen an der Mundharmonika. Drücken wir ihm die Daumen. Er würde es machen im Showbusiness. Boah, wo habe ich Otto kennengelernt? Garantiert über Udo. Die beiden sind ja tierisch dick. Die haben ja früher, das war ja quasi das Eimsbusch Basement der Generation davor. Und wir wollen ja alle große Stars werden, weißt du, ne? Ja. Und man so, die Nase sagte so, juck, juck, weißt du, ne? Also Otto ist kurz davor, ne? Da gab es eine WG am Mittelweg mit Udo, Otto, Marius Müller-Westernhagen und allem, was da drumherum noch so gekreucht und gefleucht ist. Overnight, und es ging dann blitzschnell, war Otto dann riesig berühmt, ne? Und ich wollte es ja auch werden, und Marius ja auch. Aber ich musste noch ein Jahr warten, ich kam ein Jahr später dann dran. Ja, die haben im Prinzip das Gleiche gemacht, den ganzen Tag viel gekifft und ganz viel, ganz kreativ gewesen und viel Musik gemacht. Und ich glaube, bei Otto war das auch gar nicht so klar, dass er Comedy machen will oder Gags, sondern der wollte auch Musik machen oder malen oder Kunst. Und dann ging es halt mit den Gags. Das Lied, was ich jetzt spiele, habe ich mir ausgesucht, weil ich es so gerne mag und ich gerne hier auftreten wollte und etwas covern sollte. Und ich kann nichts von den Beatles singen.
Deshalb singe ich Folgendes. Von dem Typen, ja. Mit 13 ist er zum ersten Mal von zu Hause abgehauen. Er wollte nach London und später nach Paris. Ich hab mal von Jan Lillet hab ich mal eine Parodie gemacht auf Hänsel und Gretel, weißt du. Ist wieder Märchenzeit, bis zur Unendlichkeit. Da gehen zwei Kinder durch den Wald und da ist es bitterkalt. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo das Märchen an. Ich warte nicht mehr lang und sowas. Dadurch ist das entstanden. Dann haben wir uns mal getroffen da in der Backstage und so. Und dann kam es zu dem tollen freundschaftlichen Verhältnis. Okay, Mama, ich komme, du geile Meile, auf die ich kam. Hey, Papa, alles klar, du alte Gangsterbau, jetzt bin ich wieder da. Ey, geile Party, danke, danke. Familienfest, ja, yeah, zu Ottos Ehren. Wir haben damals den, in Hamburg und in Bremen den Kapitän, die nicht mehr zur See gefahren sind. Das ist ein sehr... Eine sehr, sehr traurige Angelegenheit, glaube ich. Also man kann sich da nicht so richtig reinversetzen, aber natürlich, ich rede von vor 100, 200 Jahren. Die sind ihr ganzes Leben zur See gefahren und irgendwann geht's nicht mehr. Aus gesundheitlichen Gründen, aus einfach altersschwach, was weiß ich. Und dann haben sie denen wirklich kleine Kapitänshäuser gebaut oder die Kapitäne sich bauen lassen und da wurde Grund für klar gemacht und zwar entlang des Flusses. Also hier entlang der Elbe, in Bremen entlang der Weser, das ist wunderschön, das sind so kleine Häuser. Ja, aber damals haben die dann da gewohnt und konnten quasi den ganzen Tag am Fenster sitzen oder bei gutem Wetter im Garten und sich die Schiffe angucken. Das ist voll schön, irgendwie ist voll die schöne Geschichte und ist es eine wahre Geschichte. Weshalb ich die ganze Geschichte erzähle, ist, dass in einem Kapitänshauskomplex, der jetzt allerdings abgerissen wurde, der stand da vorne, meine Eltern auch einen Film gedreht haben vor... Da war ich 10 oder 9 und da habe ich auch die Hauptrolle gespielt. Auch fett Kohle abkassiert. Den Jungen von einem solchen Kapitän, der sitzt, wohnt in genau so einem Haus, ist halt depressiv, guckt den ganzen Tag raus, guckt die Schiffe an, schreibt die Namen auf und hat seinen Sohn zu Besuch, zu dem er noch nie irgendeinen Kontakt hatte oder eine Beziehung aufgebaut hat. Sein Sohn ist 10. Und ja, dann sitzen sie da eingefecht in diesem kleinen Kapitänshaus am Elbufer. Ja, was sagen die eigentlich in der Schule dazu, dass du keinen Vater hast? Ich hab doch einen. Du. Erzählst du denen von mir? Ja. Was sagst du denn, was ich bin? Ich bin Meeresforscher, dass du viel auf Reisen bist und dass du mich öfter mal mitnimmst. Das war ein Film, ich glaube, der ist initiiert von meiner Mutter oder von beiden. Aber ja, mein Vater hat eher so Dokumentarfilme gemacht. Ganz viel, immer so Archivsachen, ne? Wenn es so altes Hamburg, altes Material, altes Filmmaterial wird entdeckt. Oder früher, dann hat er einen Film über das Moor gemacht oder einen Film über uns auch. Bevor das alles losging, hat er das halt schon gecheckt, dass das bald losgeht. Also vor Bambule. Meine Ma ist eher Fotokünstlerin. Sie war mit Gundlach, sagt vielleicht der eine oder dem anderen noch was. Der hat sie so ein bisschen gefördert und hat sie in so einer Sammelausstellung neue deutsche Künstler oder was weiß ich nach New York gebracht. Und da hat sie Rap gesehen und gehört. Und ich war parallel mit meinem Vater dann in Frankreich im Urlaub und hab das da im Autoradio gehört. Und dann haben wir uns beide wiedergesehen. Sie meinte, ey Janni, da ist das, das glaube ich, ist genau dein Ding. Und ich meinte, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich habe zum Beispiel immer so
so, mir so Titel ausgedacht, die die Titel von meiner Mutter verarschen sollten. Also heute verstehe ich die Sachen voll und ich finde die ziemlich geil. Sie hatte mal so einen Titel von den Schatten der Ideen. Ist eigentlich voll geil, wenn ich mir das jetzt reinziehe. Das ist von Giordano Bruno oder so, glaube ich. Aber als Achtjähriger schnallst du das nicht. Und dann kommen immer so eine Titel, dann denkst du, hey, was ist das für ein Quatsch? Und dann habe ich mir halt auch so eine Titel ausgedacht. Der Sand der Erkenntnis. Die Wolken der Inspiration regnen den Schrecken. Oder was weiß ich, und so ein Scheiß. Und dann haben, also, ich glaube mal, das war, fanden die lustig. Ich fand's auf jeden Fall sehr lustig. Es war halt immer so eine, ja, keine Ahnung, humorvolle Distanz, die ich mir da aufgebaut habe. Also auf die Frage, warum ich noch in Hamburg bin, kann ich nur sagen, was los, Digga, Armer? Wo gibt's denn sowas? Guck mal hier, Alter, wir haben hier einen Strand in der Stadt. Wir haben einen wunderschönen Hafen, wir haben richtiges Scheißwetter. Komm rum, hab viel gesehen, Istanbul, New York, Athen. Und überall bin ich ein bisschen traurig. Also ich bin ja nicht nur rumgekommen wegen der Musik, sondern auch wegen der Family. Meine Tochter ist in Berlin geboren und ich habe da quasi dann die ersten 6 Jahre ihres Lebens verbracht und bin dann immer hin und her getingelt zwischen Berlin und Hamburg. Und ja, was soll ich sagen, ohne irgendjemanden aus der Hauptstadt zu nahe zu treten, ist nicht meine Welt. Wir haben keinen Strand in der Stadt. Also, ob ich ein guter Vater bin, das musst du meine Tochter fragen oder andere Kinder, die das so mitkriegen. Ich habe in irgendeinem Interview mal irgendwo gesagt, ja, warum denn keine Kinder und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin, ich habe gemerkt in meinem Umkreis, was das bedeutet, wenn man Entertainer ist und Vater wird. Und habe für mich gesagt, ich möchte, man kann nicht beides. So, ich habe immer gesehen, das ist entweder guter Vater oder guter Entertainer. Und deshalb war das war so, da war ich so 30 oder so. Da habe ich, nee, ich will erstmal noch mal ein bisschen mehr dieses Entertainer-Game ausspielen, durchspielen. Und dann geht das halt nicht. Und diese Aussage kam, keine Ahnung, die war im scheiß Teletext auf Tafel 151. Ich dachte, oh Gott, und dann stand es überall in so, naja, so rausgehoben, weißt du, als Zitat. Das war gut, dass ich das, glaube ich, so gesehen habe und so gemacht habe, weil ich dadurch, als es dann so weit war mit dem Vaterwerden, nicht so dieses, oh, weißt du, irgendwie das Gefühl gehabt zu haben, jetzt hier, keine Ahnung, irgendwas nicht mehr machen zu können oder nicht mehr ausleben zu können oder so. Ab da, da wusste ich dann ganz genau, okay, jetzt will ich das. Es bedeutet aber auch das und das und so. Das war, glaube ich, ganz gut. Wenn ich sag halt Scheiße und alles und so und das sind dann zu Hause, nein, das sagt man nicht und so. Ich muss gar nicht darauf achten, weil ich werde von ihr darauf hingewiesen, dass das doof ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Von mir nicht. Also sie ist auf jeden Fall musikalisch, das finde ich ganz toll auch. Das ist schön, das zu sehen und zu beobachten, wie sie ihren Geschmack, ihren musikalischen Geschmack entdeckt. Das war voll schön und voll interessant. Und ich habe natürlich, wie man das dann immer so macht und vielleicht auch eigentlich gar nicht machen sollte, aber natürlich schlägt man auch Dinge vor, ist ja klar. Jetzt eben nicht so wie bei Essen, so du isst das jetzt, sondern einfach mal gucken, so mal vorspielen. Und dann ziemlich schnell gemerkt, schon als sie ganz klein war, okay, dadurch, dass sie sich immer genau dann bewegt und dann lächelt, wenn ich alten Roots-Reggae anmache oder wenn etwas sehr groovt, scheiße, sie hat genau meinen Musikgeschmack. Das war schön zu sehen. Die letzten 3 Monate waren der absolute Obershit. und dafür haben sich die beschissenen 9 Monate oder 8 Monate davor richtig gelohnt. Weil wenn du halt so lange unterm Deckel gehalten wirst und alles wird abgesagt und alles, und das nicht zum ersten Mal, dann bist du echt, das nervt, ne? Und der erste richtige Gig dann Rock am Ring und ab da, das war dann einfach nur so, wow. So auf so einer geilen Welle gesurft und einfach nur links und rechts die ganze Zeit die geilen Trauben geerntet.
Grundsätzlich, glaube ich, ist es so, dass die Leute jetzt in diesem Sommer 22 haben die sich ein Event rausgepickt, also ein größeres Ding, und aber nur dies eine. Und das hat dann dazu geführt, dass es Konzerte gab von sehr bekannten Künstlern, die überhaupt nicht funktioniert haben, weil die waren einfach dann nicht dabei. Die hatten irgendwas, was nicht heiß genug war, und dann waren sie raus. Ich war dann auch schon genesen. Ich hatte irgendwie 2 Monate vorher, haben wir das dann alle zu Hause gehabt. Und eigentlich die Großteile der Band auch. Und wenn du dann da stehst und siehst, okay, alles klar, Rock am Ring, 80.000 Leute, alle drehen durch, laufen rum, keine Masken, bam, dann hat sich so ein kleines, sowas so eingeloggt, so nicht ein Reset, sondern so ein, ja, alles klar, wir kommen, es geht los. Die Welle, das Brett, die Gischt, der Flash. Noch ein bisschen surreal fühlt sich das an. Jetzt, wo es auch langsam voller wird vor der Bühne, merkt man, okay, es findet tatsächlich statt. Das ist, war echt bis zum letzten Moment, denkt man immer, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, eigentlich war ja die Planung so, und das war ja auch noch so eine Corona-Absage. Im März hätte die Tour stattfinden sollen mit 26 Konzerten, glaube ich. Ich bin ganz gut damit klargekommen so. Ein großes Dank an meine Frau, die nämlich einen Job hat, der krisensicher ist. Die ist Psychologin. Und die hatte einfach sehr, sehr viel, die hätte ohne Ende auch noch mehr machen können, so, weil da war großer Bedarf, also Kinder und Jugendlichen auch gerade. Ich war tatsächlich in der Hochphase meines Examens letztes Jahr, da habe ich eine Ausbildung zur Logopädin gemacht, bin jetzt fertig und mache sozusagen beides gerade, also das ist ein ganz cooler Ausgleich. Ich habe relativ viel Glück gehabt, dass ich irgendwie viel im Studio oder mehr im Studio arbeiten konnte, produzieren konnte, Sachen aufnehmen konnte für andere. Und eben, dass dann so Künstler wie Jan den Sommer über, wenn auch nicht so viel wie sonst vielleicht, aber doch dann diese Strandkorb-Dinger und so Zeug halt machen konnten und ich dann da Arbeit hatte. So. Bei mir ist hauptsächlich jetzt zum Glück nur Musik, also bei Jan und unter anderem auch noch bei einer anderen Künstlerin. Und das ist für mich halt super schön, weil ich während der Hochphase der Pandemie in 2020 sehr viel im Einzelhandel so gejobbt habe, einfach nur um halt die Miete reinzubekommen. So. Ich habe dann einfach mehr unterrichtet. Habe dann 30 Schülerinnen gehabt, zeitlang, und dann auch von zu Hause aus online unterrichtet. Und ich dachte vorher, okay, jetzt musst du dein Studium zu Ende bringen und dann suchst du dir halt irgendeinen Bürojob oder keine Ahnung. So, und dann kam aber zum Glück alles ganz anders. Ja, und jetzt bin ich hier bei Rock am Ring. Yo, 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 yo! Das Schönste ist immer, wenn du merkst, okay, jetzt haben wir sie alle im Sack. Bei Festivals dauert das immer ein bisschen. So immer so, bei uns immer so, schon so 5 bis 10 Sekunden. Nein, immer so 3, 4 Stücke. Und dann irgendwann merkst du, es läuft, und dann kommen die Moshpits von selber und die drehen sich alle und dann der ganze Kram, und das ist dann einfach schön, weil das habe ich so vermisst. Wir kommen hier so langsam in den gemeinsamen Rave. Nachher bestehen wir einfach nur noch aus einer einzigen gallertartigen Masse. Und damit wir das werden, dancen wir jetzt zusammen. Wir machen einen gemeinsamen Dance-Move. Ist easy. Ich mach vor, ihr macht nach. Geht Feuermasse. 2, 3 und. Klack, klack. Alle, ne? Aufhören, jawohl. Hier vorne ist alles am Start. Mitte kommt auch langsam in Fahrt. Was ist hinter der Mitte? Jawohl! Wir machen hier erst weiter, wenn alle mitmachen. Auch die da hinten bei der Rockbühne. Bei Offspring. Selbst Offspring machen mit. Die ganzen Auftritte letzten Sommer, das war alles toll. Aber da konnten solche Sachen gar nicht entstehen. Strandkörbe können sich nicht drehen und Picknickdecken auch nicht. Und so, und das war, oh, das war einfach so, oh, da ist alles so abgefallen, es war einfach so schön. Wir dürfen ja auch hier zu den anderen Bands uns quasi ins Publikum schmeißen, aber das traue ich mich irgendwie noch gar nicht. Weil man hat es ja auch schon mal erlebt, so ein Sommer, geht wieder alles und dann noch schlimmer so. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass so der... unser Job so ein bisschen saisonal geworden ist. Also so irgendwie im Sommer
dann läuft es halt irgendwie und dann trauen sich die Leute wahrscheinlich eher weniger raus. Und klar werden sich bestimmt irgendwie ein paar Leute anstecken, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie das neue Ischgl wird hier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahnsinnig schwierig momentan einfach ist es, Personal, Material zu finden für Touren, weil alle KünstlerInnen sind unterwegs gerade. Letzte Woche bei einer Show kam die Nachricht, dass Grönemeyer alle Shows abgesagt hat, erstmal wegen auch irgendwelchen Corona-Fällen. Und dann haben sich sofort alle so, dann sind ja Crewleute frei. Dann sofort alle am Telefon so, habt ihr Zeit. Es wird händeringend Personal und auch Material gesucht. Es ist alles ausgebucht. Nightliner zu kriegen ist eine absolute Katastrophe. Also ich bin super dankbar, dass wir das alles irgendwie hingekriegt haben und alle zusammengekriegt haben. Aber ich weiß, dass es halt überall richtig heftig, ein richtig heftiges Vakuum gab und gibt. Und ich hoffe mal und denke mal, dass sich das alles irgendwie wieder rückeln wird. Aber dieser Sommer ist richtig krass. Aber wenn man einmal gelernt hat, dass man gezwungen wird, darüber nachzudenken, was anderes zu machen, dann ist das auf einmal gar nicht mehr so romantisch, sich vorzustellen, dass man eine schöne kleine Fischbratküche auf den Kanaren hat. Sondern man will das machen, weil man sich selber dazu entscheidet und nicht, weil man auf einmal gar nicht mehr auftreten darf. Kleine Menschen, alles dunkel. Die Schokoladenseite mancher Stadt. Schönes Licht am Meer am Funkeln. Mit Vorsicht zu genießen, aber da gibt's schon ein paar schöne Sachen, auf die ich sonst immer mal so geflasht habe. Irgendwas wirklich im Süden, spanische Insel, ein geiles, weiß ich nicht, Sandwich, Restaurant oder Clubbar mit geilen Snacks, aber auflegen da auch und einfach einen geilen Spot. So, wo man gleich Bock hat hinzugehen und man weiß, es ist einfach gut da alles. Das Essen und alles. Vielleicht irgendwas managen, rausbringen. Vielleicht gar nicht mit Musik. Sachen kuratieren. Also kuratieren hört sich so bescheuert an. Sachen zusammenstellen. Musik, aber eben, dass jemand so anruft und sagt, hey, pass mal auf, ich habe einen derben Job für dich, es gibt unendlich viel Geld und du musst einfach nur, wir sagen dir immer Sachen und du musst dafür eine Playlist zusammenstellen. Das wäre doch mal so ein guter Job. Aber den würde ich nur machen, wenn ich nicht dazu gezwungen werde, ohne Pandemie. Immer wenn der Mond scheint, Vielen Dank!